Vor der geplanten Räumung des Dorfes Lützerath in Nordrhein-Westfalen warnt der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz vor Ausschreitungen durch gewaltbereite Linksextremisten. In den verbarrikadierten Häusern, Baumhäusern und im Camp formiert sich weiterhin Widerstand. Nach Einschätzung der Polizei halten sich dort rund 300 zum Teil gewaltbereite Klimaaktivisten auf. Der Einsatzleiter rechnet mit Blockaden, Fallen sowie besetzten Dächern und dem Sturm auf die Kohle-Großbagger. Die Räumung könnte schon morgen beginnen. Die Polizei plant dazu einen Großeinsatz, der bis zu 4 Wochen andauern könnte. Heute wird es weitere Informationen der Einsatzkräfte geben.